meine lieben Zuseher. Wie ihr seht, habe ich das kleine große Aquarium, das 20 Liter, nochmal umgestaltet. Ich habe die Wurzel getauscht, weil wir sind schon wieder eine Garnele, also eine Garnele ist schon wieder weg gewesen. Also hinüber, muss man so zu sagen. Und da habe ich jetzt etliches umgestaltet. Ich habe jetzt die Wurzeln ausgetauscht. Ich habe noch einen Wasserwechsel gemacht und ich habe mir jetzt den Filter, den habe ich jetzt entsorgt, diesen Aquarell. Ich kam mit dem überhaupt nicht klar. Der hat gebrummt wie verrückt. Nachts bin ich manchmal aufgestanden, habe den noch irgendwie versucht, richtig irgendwie anders hinzulegen. Ich habe ein Tuch zwischen das Aquarium geklemmt, weil ich den Eindruck hatte, dass dieses Glas vibriert auf dem Deckel und dieses Vibrationsgeräusch erzeugt. Und jetzt habe ich einen neuen Filter und ich bin richtig happy. Man hört nämlich nichts. Also das Kind. Aber man hört nichts von Brummen und so. Und dann habe ich jetzt hier so einen kleinen Garnelenschutzaufsatz, einen Babyschutzaufsatz. Den gab es jetzt auch bei Futterhaus. Und hier bildet sich wohl auch ein Bakterienrasen auf der Wurzel, obwohl die jetzt auch schon 2 Wochen in dem Aquarium rumschwamm. Ich habe die jetzt gestern hier reingeklemmt und die große Wurzel rausgemacht, weil ich mir nicht sicher war, ob das jetzt nicht doch irgendwie, da gibt es ja so Mangrovenwurzeln, die offenbar, ich weiß jetzt nicht, ob das eine ist, die offenbar schädlich für Garnelen sind, weil sie irgendwelche Metalle aufnehmen beim Wachsen. Ja, auf jeden Fall habe ich das jetzt umgestaltet. Das Wasser ist jetzt noch etwas trübe, trotz dem Wasserwechsel von heute früh. Ja, wird wohl an der Wurzel liegen. Die wird ja wohl noch ein bisschen was Bräunliches, obwohl ich bin mir jetzt noch nicht so wirklich sicher. Ich habe übrigens bei diesem Filter, habe ich unten von dem Aquarellfilter was abgeschnitten und habe das unten in den, also da wo normalerweise der braune Filter drin ist, noch mit reingemacht, damit mir die Bakterien doch noch ein bisschen beim Neuaufbereiten des Filters helfen. Ja, heute früh gewechselt, jetzt ist es wieder trüb. Ich warte das jetzt mal ab. Das Java-Moos wächst bei mir jetzt wie verrückt und finde ich toll und ja, sind auch die Verstecke dann. Ich hatte zwischenzeitlich Nachwuchs gehabt, der war aber dann auch wieder weg. Aus welchem Grund auch immer, irgendwas hat nicht gefunzt. Ich habe jetzt diese Schale rein, also ich habe auch geguckt, das ist eigentlich ein Aschenbecher, dieses Gemalte oder sowas ist reingebrannt. Also da ist jetzt nichts, wo ich jetzt da Bammel haben müsste. Heute früh bin ich aufgewacht und habe geguckt, keine einzige Garnele zu sehen und das Wasser total trüb. Dachte ich mir, um Gottes Willen, gucke ich nach, haben die sich alle da hinten versteckt. Also von meinen damals 17 Garnelen habe ich jetzt noch 8. Die eine Blue Dream, die ist gestern, lag die tot im Becken. Und jetzt habe ich überwiegend braune und diese Red Fire Garnelen noch. Eine ist noch tragend. Jetzt hoffe ich mal, dass es bald Nachwuchs gibt. Und ich werde jetzt erstmal keine neuen Garnelen einsetzen. Ich warte da jetzt erstmal ab, wie sich das Wasser entwickelt. Ich hatte einen Wassertest gemacht bei Fressnapf. Die hatten da so einen Koffer da. Alles in Ordnung. Also an meinen Werten liegt es nicht. Irgendwas scheint denen wohl nicht gepasst zu haben. Auf der anderen Seite sagt man ja auch, dass Garnelen nachtragend sind. Wenn da vor 2 Wochen irgendwas im Wasser nicht gepasst haben, können die jetzt im Nachhinein immer noch daran gestorben sein. Ja, so ist das. Ich vermute mal, dass das mitunter auch diese 2 Düngekapseln waren, die ich vor circa 2 Wochen in den Boden gesteckt hatte, weil ich bei meinem Aquarium einlaufen vergessen hatte, Bodengrund reinzumachen und dachte mir, die eine Pflanze schwächelt. Das war übrigens die da, die gibt es nochmal. Also das sind 2 Ableger und die hatte braune, löchrige Blätter gekriegt. Jetzt habe ich mir gedacht, vielleicht ist ja da düngemäßig irgendwas notwendig. Ja, also wie man sieht nicht viele, aber die haben sich hier alle da hinten verkrümelt. Müssten auch satt sein. Die haben von mir gestern Futter gekriegt. Ich füttere zurzeit Krustagran. Ich dachte eigentlich, Garnelen braucht man nicht füttern, aber sieht wohl doch so aus, als ob ich das machen müsste, weil in dem einen Video, was ich vor einer Zeit aufgenommen hatte, was jetzt auch bei YouTube ist, auf meinem Kanal,
ist wohl die braune Garnele eine rote angegangen. Und da haben wir im Futterhaus und ich vermutet, dass die wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Hunger haben. Ja, jetzt gucke ich mal, wie sich das Aquarium weiterentwickelt. Dem Fehlkauf geht es jetzt auch gut. Also da habe ich heute früh einen Wasserwechsel gemacht, weil mir der Bodengrund überhaupt nicht gefallen hat. Das habt ihr ja im Video gesehen, der ist jetzt so gewesen. Den habe ich jetzt ein bisschen ausgewaschen, habe den ganz unten rein und dann oben diesen weißen Kies, den habe ich aber diesmal ausgewaschen. Ja, ich lerne jetzt langsam auch, ne? Damit es nicht so staubt. Jetzt habe ich total schönes, klares Wasser und hat mir diesen Rosenquarz, den habe ich von Obi mitgenommen in der Aquaristikabteilung. Ja, jetzt gucke ich mal, wie sich das weiterentwickelt. Das ist übrigens ein Nano 7 Liter Aquarium. Das hatte ich mir eigentlich bei Amazon bestellt. Hab dann festgestellt, dass es viel zu klein ist. Wollte es zurückschicken, aber mein Kumpel dachte sich, das wäre was für ihn. Na, da hat er sich ein paar Dekosachen reingemacht und dann stand das bei dem rum und jetzt hat er mich gefragt, ob ich es wieder haben will, weil da tümpelt ja nur dieses Spielzeug drin rum und ich wollte das jetzt verkaufen, kriegt man ja sowas kaum richtig. Also, dass man da vielleicht einen Fünfer dafür kriegt, weiß ich jetzt nicht. Und da habe ich gedacht, ich lasse es jetzt als einfach auf dem Schreibtisch stehen und vielleicht kommen da so ein, zwei Schnecken rein. Gehört, Posthornschnecken könnte ich da wohl reinsetzen. Aber das ist ja jetzt, wie gesagt, erst seit einiger Zeit an, seit 3, 4 Tagen. Und die Wurzel ist jetzt auch gesunken. Ja, jetzt lasse ich das erstmal laufen und gucken wir mal, wie sich es weiterentwickelt. Ich halte euch auf den Laufenden.